2302023. Ja, 23.02.2023. Ich bin jetzt einfach mal sitzen geblieben. Also manchmal muss ich ein bisschen vorab aufnehmen, weil ich zeitlich sonst gar nicht dazu komme. Und wenn ich hier mal ein bisschen Luft habe, dann nehme ich natürlich immer ganz gern was Aktuelles auf. Also bei mir heißen aktuelle Sachen jetzt nicht die unwerfendsten Taktiken oder was auch immer. Aber ich bin heute auf dem Rathaus 14 und macht's wie der Uhu hier. Streckt alle Federn von euch. Und aber sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, klar, Pets werden hier natürlich gelevelt von mir. Rathaus 14, aber ich habe den Fokus mal wieder ein bisschen verloren. Beim Pass. Ich habe den Fokus hier beim Pass mal wieder ein bisschen verloren. Ich meine, ich brauche ja überall jetzt antatschen, Toto. Dicke Finger-Syndrom. Ich habe hier zwar ganz gut eigentlich in den Pass reingespielt. Das heißt also, ich habe ihn bald fertig hier. Ja, ich mache noch so ein paar Spielchen. Dann haben wir hier auch die restlichen Rewards. Aber in den Vorteilen hier gar nichts. Nix, 6 Tage, 21 Stunden. Daran seht ihr dann, wie ich diese Accounts hier eigentlich bespiele. Und ich müsste hier eigentlich viel, viel mehr machen, weil, na klar, hier beim Goldpass-Avatar möchte ich natürlich auch ganz gerne immer volle Perks sehen. Das gelingt mir tatsächlich nicht immer. Und der Avatar ist auch wirklich mit 8 Angriffen. Ich meine, der Monat ist fast um. Ist auch echt wirklich, wirklich wenig. Wir haben auch 2 Bauarbeiter frei. Ich habe den letzten noch irgendwie so reingeschafft und wir müssen hier in jedem Fall ein bisschen was machen. Wie macht man es natürlich im Moment? Ganz klar, ihr seht da oben schon das Clanspiel. Perfekte 3 Sterne müssen wir machen. Das erkennt man hier so dran, brauchen wir gar nicht reinklicken. Und die wollen wir heute auch machen und ich will gleich auch mal eine Stunde pushen, denn ich habe noch exakt eine Stunde gleich Zeit, bevor ich das erste Mal dann weg muss. Und deswegen möchte ich ganz gerne diese Stunde echt mal nutzen, mal ein bisschen pushen. Ich kriege auch noch 2 Ressourcentränke, Armeetränke wieder aus dem Pass dann raus. Und ja, so eine Geschichte wäre natürlich nicht schlecht, aber wir müssen ja perfekt scoren und da wäre natürlich ein 13er ganz schön. Oder ein kleiner 14er. Oder halt ein normaler 14er, ist mir auch egal. Aber schön wäre natürlich irgendwie so ein 13er, den wir hier so wegsnacken können. Und wo es relativ einfach rein und raus geht. Oder halt ein Rathaus im Ausbau, ist auch nicht schlecht, aber ein bisschen wenig Ressourcen. Also irgendwie muss ja beim Farmen immer alles passen. Das war auch noch ein 4er Rathaus. Ja, so einer passt mir doch sehr, sehr gut. Okay, die Ressourcen sind jetzt nicht so matchig, aber den müssen wir auch erstmal wegdippen. Aber ein 2er Rathaus sollte eigentlich irgendwie gehen. Single Inferno dort, Single dort, Multi dort. Okay, ich gehe nicht gerne gegen den Single, aber wir machen das trotzdem. Wir gehen trotzdem rein Richtung Single Inferno und Richtung Adler vielleicht. Kriegen wir da ja doch ein bisschen was gebacken. Nehmen hier jetzt mal den ersten Mauerbruch für die Queen. Sehr schön, das klappt schon mal. Ich lasse den Bohrer erstmal, Leute. Ich weiß, da habe ich zwar jetzt auch Hocks drin, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt müsste sich die Queen nur gleich ein bisschen umdrehen, das wäre ganz schick. Damit er da eigentlich meine Heiler wegbrät. Der brät nämlich da die ganze Zeit meine Heiler weg und so sieht es ganz gut aus. Perfekt. Und mal sehen, ob wir da nicht noch eine Mauer aufkriegen. Ah ne, die geht jetzt nach da. Okay. Schade. Das wäre jetzt auch schon zu viel des Guten gewesen, glaube ich. Der steht in jedem Fall nach unten. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen heikel hier. Das heißt, wir gehen hier ruhig rein. Haben allerdings noch so ein paar Ballons hier. Okay. Das ist der Multi. Okay, der tut uns jetzt nicht ganz so weh, der Multi. Das passt in jedem Fall. Und dann können wir jetzt aber hier mit den Hawks reingehen und mit den Minern. Und wir nehmen den Bohrer hier ein bisschen später mal mit rein. Meine Queen, was macht meine Queen? Oh nein. Die muss ich giften dort. Mal sehen, wann wir hier den Royal Champion mit dazu nehmen. Ich würde eher sagen, den nehmen wir jetzt schon mit dazu, weil da der Flächenschaden kommt. Da kommt schon mal der Flächenschaden. Und dann kommt hier nochmal der Single, den nehme ich jetzt auch nochmal rein. Wo sind meine ganzen Miner? Da sind meine ganzen Miner, die heile ich hier nochmal durch. Ja, das sieht gut aus. Das sollte eigentlich so funktionieren, Leute.
King noch zündbar, Queen noch zündbar und auch, ja, ich habe gerade wieder so ein bisschen nach unten gesprochen, und auch der Royal Champion noch zündbar. Also haben wir hier auf jeden Fall schon mal perfekt gescored. Also zumindest fürs Clanspiel. Ich baue jetzt gleich mal ein bisschen um, je nachdem, was noch kommt. Aber ich muss halt auch jetzt echt mal den Fokus wirklich auf den Pass legen. Am Anfang des Monats bin ich mal ganz motiviert. Ja, da passe ich ganz, ganz viel. Obwohl mit 8 Angriffen kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass das ultra gepasst ist. Ne? Also das kann man jetzt nicht so wirklich sagen, ja. Ja, wir sind schon fast durch mit den Clanspielen hier, Leute. Naja, fast durch ist auch geschmeichelt. Wie viel müssen wir hiervon machen? Ein Adler nur. Okay, ja, den können wir machen. Ein Adler kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Mit unserer nächsten Armee. Da sind Titans drin. Oh, ich habe jetzt die Box gar nicht aufgemacht. Okay, ich habe die Box gar nicht aufgemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Halt. Habe ich da nicht alle Zauber genommen? 1, 2, 3, doch 3. Okay. Merkwürdig. Wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. 2 Klönis. Und das. Was haben wir gleich am Start? Ja, ich glaube, ich nehm nochmal einen Bohrer mit. Auch wenn ich da jetzt die Hox drin habe. Ist egal. Wollte aber mal was ganz anderes probieren hier. Und zwar machen wir das mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Na, oder vielleicht 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Und kein Heiler, kein gar nichts. Ja, da ist jetzt immer schwierig. Was nehmen wir da noch mit? Was nehmen wir hier noch mit? Wir nehmen, glaube ich, noch einen Babydrachen mit. Das ist ganz gut. 50 Truppen haben wir noch, okay. 50 Truppen. Einen davon und einen davon. Fast. Passt, okay. Dann nehmen wir noch einen Magier und dann nehmen wir das Ganze nochmal so. Natürlich lasse ich mich auch immer ganz gerne so hier und da inspirieren, Leute. Sicherlich habt ihr die Armee schon gesehen, wahrscheinlich eher auf 15 als auf 14. Ich muss jetzt um 20 Truppen das Ganze kurz mal runterbrechen. Würde aber einfach den Bohrer nochmal anfordern. Und die beiden Zauber... Ah ne, die beiden Zauber sind nicht so gut. Ah, die beiden Zauber waren nicht gut. Schade. Okay, man kann es auch nicht rückgängig machen. Ne? Hier fehlt immer so irgendwie die Taste rückgängig. Ne? Mach mal rückgängig. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass man immer noch keine Rückgängig-Taste hat hier. Also so nach dem Motto, nee, ich will doch was anderes. Klar könnte ich natürlich jetzt hier die Clanburg durchgemmen, also 22 Gems, dann kann ich normal fordern. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Wir holen uns den mal oder ich gebe dem Methodi 30 Stück, kostet das auch mal, ne? Naja, komm, wir holen uns den. Dann können wir hier auch nochmal leer machen, denn das wollte ich nicht so haben. Obwohl in der Armee passt das eigentlich noch, aber 4 Stück. 4 Frost, ein Gift. 5 Frost habe ich sogar, ne? Eieiei. 5 Frost. Ich glaube, das ist doch ein bisschen viel, oder? 2 Frost reichen. Ich glaube, 2 Frost reichen, Leute. Ich glaube, das war doch jetzt ein bisschen übertrieben. Da. Nehmen wir hier einen. Ah, ne, nicht. So. So. Einen haben wir drin. Und einen nehmen wir den. Alles klar. Okay. Dann werde ich jetzt mal einmal anstarten hier. Oh, ich bin schon wieder völlig fürchterlich leise. Also können wir ruhig mal. Ich use den jetzt mal. Eine Stunde Booste, den will ich jetzt auch echt ausnutzen. Und ich gehe in die Gegnersuche. Die schneide ich euch jetzt mal weg. Endlich einen gefunden. Ich finde hier ohne Ende 15er, die hier auch Loot haben. Ohne Ende für mich. Nur, wir müssen einen Adler schaffen. Wir müssen einen Adler machen. Und dann würde ich fast sagen, wir gehen hier ruhig dem entgegen. Warte mal. Oh, ich habe nur einen Loon dabei. Okay. Ich habe nur einen Loon dabei, alles klar. Dann machen wir so. Das könnte jetzt etwas hakeliger werden. Ich guck mal, wo so ein Mauerbrecher hier hingeht. Ah, okay, der geht noch da. Perfekt. Jetzt habe ich natürlich... Ja, ich muss irgendwo ein paar mehr Truppen haben. Oh, und vor allen Dingen muss ich den mal schon mal ein bisschen booten hier. Alter, die Wardenstatue, die macht doch immer so brutal viel Schaden, ne? Jetzt müsste ich den Warden mal wieder ein bisschen lenken, sodass er mit mir mitkommt. Das wäre ganz schick. Dann machen wir das mal so. Wir nehmen hier ihn hier. Wir nehmen hier den Bohrer mit rein. Und ziehen hier jetzt rüber. Mit unserem Smash.
So, mal sehen, ob wir hier noch einen Mauerbrecher hinterbekommen. Und hier vielleicht noch einen. Das sieht aber noch ganz gut aus, bevor ich jetzt den Sprung nochmal setze. Ah, okay, ich muss doch den Sprung da ansetzen. Ich muss hier doch den Sprung so ein bisschen ansetzen. Und, aber, ja, wir haben den Adler auf jeden Fall schon bekommen. Klanburg. Das ist nicht gut. Na, das heißt, was heißt es nicht gut? Klanburg ist nie gut. Das sagen wir mal so. Ich muss mal fix meine Heldin zünden hier. Aber sieht noch ganz okay aus. Hier muss jetzt ein bisschen PS gemacht werden, Leute. Und mein Bohrer ist immer noch da, ne? Alter, mein Bohrer ist. Aber ich habe ein bisschen, immerhin habe ich mal an Cleanup gedacht hier. So, hier müssen wir vielleicht nochmal frosten. Und wo ist mein Bohrer? Mein Bohrer ist immer noch da. Das ist, der Bohrer ist echt brutal. Der Bohrer ist so stark, finde ich, und kein Mensch nutzt ihn. Kein Mensch. Okay, ich mache jetzt auf. Ich will nicht nochmal die Orks mitnehmen. Ich will nicht nochmal die Orks gleich mitnehmen. Ich brauche gleich eine ganz andere Clanburg. Aber mächtig, oder? Eigentlich sah der Angriff gar nicht mal so gut aus. Der war schon fast verkorkst am Anfang. Und weil ich kriege den Warden nicht immer so richtig gezogen. Also in die Richtung, wo ich ihn gerne hätte. Und muss dann halt Truppen in die Nähe setzen, damit er dann auch folgt. Da ist eine gewisse Anzahl von Mindesttruppen notwendig, die ich im Moment auch noch nicht mal auf dem Zettel habe. Aber das ist hier denn doch schon so ein bisschen, okay, den haben wir auf jeden Fall gepackt. Sehr schön. Und ich würde aber trotzdem sagen, wir nehmen die Armee nochmal mit. Denn, vielleicht bauen wir nochmal um. Vielleicht bauen wir hier nochmal um. Aber so großartig kann ich hier gar nicht umbauen, um das jetzt rumzulenken. Eigentlich war die Konstellation ganz gut, ne? Okay, hier können wir gleich jetzt wieder anfordern. Da ich jetzt sowieso die zweite Aufnahme für heute mache, cutte ich euch das kurz wieder. Lass mir mal ein paar Truppen spenden. Und dann sehen wir uns noch zu einem weiteren Angriff, würde ich sagen. So Leute, ich habe jetzt schon wieder mal ein Spielchen nebenher gemacht. Zerstöre eine kleine dunkle Zauberfabrik. Aber ich muss mal eben schauen. Vesus Battles, das ist nicht das, was wir wollen. Ein Goblin, den haben wir. Und dann können wir uns auch auf die Suche machen. Aber ich habe den Pass jetzt schon durch, Leute. Und damit haben wir hier die restlichen Rewards. Sehr schön. Heldenbuch, dunkle Rune. Und dann equippen wir auch um. Das soll angeblich Glück bringen. Angeblich nur Glück bringen. Also wir equippen eben mal um, sodass das farblich passt. Die passt jetzt sowieso nicht mehr. Ne, Weihnachten ist vorbei, Leute. Aber die passt im Moment sehr, sehr gut. Nämlich zum Königskind. Deswegen selecten wir die auch. Und wir equippen den König auch mal um. Okay, den Golem habe ich jetzt auch lange genutzt. Und wir nehmen hier den Beast King. Jo, da ist er. Und die beiden passen nämlich farblich sehr, sehr gut zusammen. Finde ich jetzt so als Pärchen, ne? Also King und Queen. Das passt irgendwie gerade ziemlich, ziemlich gut zusammen. Und wir haben einen Goblin. Ihr seht meine Armee. Ich habe eine Blimp am Start. Da nehme ich auch ruhig mal die. Wir nehmen den schon mal auf Luft. Und dann suchen wir uns mal ein Opfer. Was heißt ein Opfer? Ein Opfer ist immer gut. Jemand, der Loot hat und wo wir auch ein bisschen was schaffen. Das kommt ja noch dazu. Wir müssen noch ein bisschen was packen. Oh, wieder eine Million weggedrückt, Toto. Ja, drück du ruhig die Millionen hier weg. Aber so ist das hier leider beim Farmen manchmal. Denn bevor ich dann gar nichts von den Millionen abkriege, drücke ich ihn lieber weg. Denn so ein bisschen will ich ja was schaffen. Ich habe jetzt eben wieder Pokale gedroppt. Ich wollte eigentlich ganz gerne mit dem Account hier so in etwa da bleiben, wo wir sind. Oh, das ist ja cool hier. Okay, ist auch ein 13er, ne? Sollte man erstmal auf einen 13er üben? Ne, wir nehmen 14er. Ich würde sagen, wir nehmen 14er, wenn nicht sogar einen 15er. Kurzen Cut. Oh, endlich habe ich einen gefunden. Jetzt muss ich euch die komische NCS-Dudelei wieder anmachen. Ich weiß, manchmal tut es mir auch ein bisschen leid. Aber endlich habe ich einen gefunden. Ich weiß nur noch nicht genau, wo wir da landen können, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß noch nicht, wo wir da landen könnten.
Und ich muss mal sehen und wann ich vor allen Dingen den Hund auch rausspiele. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier beim Inferno landen könnten. Müssen wir mal gucken. Dann machen wir das einmal so. 1, 2, 3. Blimp mit drin. Und ihn hier schon gezogen. So, jetzt muss ich den Fokus so ein bisschen auf die Blimp auch legen. Alles klar. Oh. Warum war das jetzt eigentlich wieder so scheiße? Warum war das jetzt eigentlich wieder so scheiße? Könnt ihr mir das sagen, Leute? Warum war das jetzt schon wieder so mistig? Ah, sehr ärgerlich. Ich weiß es wieder nicht. Ich muss das gleich mal etwas genauer analysieren, glaube ich. Ich glaube, ich muss das etwas genauer analysieren. Okay. Aber noch ist nicht aller Tage Abend hier. Ein bisschen können wir noch was reißen hier. Queen machen wir mal unsichtbar. Also, okay, jetzt muss dann halt Plan B ran, ne? Muss man ganz klar sagen. Die Queen bekommt nur so leichten Beschuss da von der Hütte. Und ja, dann gehen wir, glaube ich, da rein, da. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Also erstmal ein da, der Minenwerfer, da wird ja nicht schießen jetzt. Ein, zwei, mal sehen, wo die hingehen. Und mit drin. Die vielen, vielen Drachen. Ihn hier mit rein. Royal Champion zieh direkt hinterher. Und ich habe ja jetzt noch den Wutzauber hier über. Da kommen schon so ein paar Skelette raus. Okay, noch sieht es ganz gut aus. Und hier außen können wir im Moment nicht wirklich viel machen. Aber ich habe auf jeden Fall. Ja, immerhin habe ich einen Luftwarden. Ne? Immerhin habe ich einen Luftwarden. Was ja jetzt schon mal nicht so schlecht ist. Da können wir den setzen. Und allerdings, ah, die Blimp war wieder so blimpig, ey. Mann. Was war jetzt an der Blimp so blimpig? Ich werde das gleich analysieren, Leute. Und, aber, ah, trotzdem ärgert mich das mal wieder so ein bisschen maßlos, dass die wieder so Grütze war, weißt du? Habe ich nicht drauf geachtet, muss ich halt mehr. Naja, noch mehr den Fokus da reinsetzen, wenn die landet, weil das war jetzt wieder super, super blind, super blinde Blimp. Ja, alles klar, Toto. Ja, es gibt immer die Tage, wo du dich kaputt übst und jetzt haben wir hier von dem Loot ja null gekriegt. Guckt euch das mal an. Das ist ja schon fast peinlich, dass ich euch das überhaupt aufgenommen habe. Aber ich habe die Challenge geschafft. Hurra. Weil ja in der Blimp auch ein Kobold drin war. Ich habe sowieso im Moment das Gefühl, dass hier. Ich baue, glaube ich, mit allen Accounts im Moment nur Mauerbrecher und Kobolde. das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass hier jeder mit irgendwie mit einer Blimp angreift oder so. Naja. Egal. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also Fokus auf jeden Fall hier in den Pass reinlegen. Und wir haben jetzt 10, 10, 99. Könnte noch passen. Könnte eigentlich noch passen hier, dass wir das so machen, aber die nehme ich jetzt erstmal raus hier. Ja, ich hatte jetzt auch ein Gift dabei. Vielleicht sollte ich dann für den Gift dann doch noch einen anderen Zauber nehmen, vielleicht auch noch mal da an der Stelle einen Unsichtbarkeitszauber. Aber so machen wir das einmal so. Aber so richtig bin ich mir da. Ich habe halt ein bisschen Schiss, wenn da so eine Clanburg rauskommt, wie Super Minions oder irgendwas anderes, weil die Drachenreiter gehen ja erstmal nur auf Verteidigungsgebäude, bevor die überhaupt daran denken, an irgendwas anderes zu gehen. Und dann sind die natürlich ruckzuck hinüber. Aber sei es drum. Wenn euch die Folge des Fokuses hier trotzdem ganz gut gefallen hat, dann lasst mir jetzt am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Dann sehen wir uns in weiteren hübschen Videos mit mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Euer Toto, echt.